Ja gut, dann lass es mal loslegen, würde ich sagen. Auf geht's, letzter Jo. Teil. Ich gehe mal auf Privat, wie immer. Und dann gehen wir nach Tokio. Mit der untergehenden Sonne. Ja, da sind aber so ein paar Viecher, die uns ein bisschen stören könnten bei der beim durch die Stadt gehen. Ja, machen wir aber wie gesagt danach. Ich hab schon alles gescannt bei mir. Okay. Wo meine Trophäen dann? Und dann sagst du, fast schnell. Ja, haben wir. Dann gehen wir rein. Bitte nicht groß spoilern, sondern gerne Tipps geben, klar, aber jetzt nicht sagen, ey, da passiert jetzt das und das die ganze Zeit. Ich sag's nur. Ich habe schon andere Dinge erlebt. Nee, nee, du kannst, wie gesagt, Tipps geben. Wenn du sagst, jetzt pass auf, da kommt jetzt irgendwas Großes, Fieses, so und so kannst du es machen, reicht halt mir auch. Das ist dann für mich kein Spoiler, sondern einfach nur ein Tipp. Still be people in these houses. We got reports of infected in your area and we're out of time. Last ship leaves in 35. Time to go. Ist cool, wenn die Uschi darüber redet, dann dabei hat die noch den diesen japanischen Akzent mit drin. I'm not leaving anyone behind. We've done what we can here, Shaw. Evacuation's over. Ja. Irgendwer hat seinen Sound, glaube ich, auf dem Fernseher stehen. Ich höre das irgendwo ein bisschen doppelt. Ja, ich hab meine über komplett übersetzt. So. Oh. Bulle. Alter. Oh, ja. Könnt ihr mal bitte weggehen? Danke. Oh. Jetzt hab ich mich natürlich so abgedeckt, dass der scheiß Bulle mich gepackt hat. Alleine hätte ich ihn gehabt. Aber. Aua! Warte mal. So, komm wieder. So. So, nachladen. Da kann man nicht so viel mehr Eindrücke von der Umgebung sammeln. Also sagen wir mal, was ich jetzt erstmal ein bisschen umguckt. Aber dafür ist das Spiel auch nicht da, wenn ich ehrlich bin. Dafür gibt es andere Spiele, wo man es gerne ein bisschen genießen kann. Metro Exodus, Uncharted, so Spiele, wo du sagst, okay, da kannst du mal gerne ein bisschen die Umgebung angucken, in Ruhe. Da solltest du es auch. Sorry. So, was haben wir hier liegen? Gar nichts. Screamer, ha?
Ich hasse heute gespielt zu werden. Dizzy. Weißt du, was ist fies? Der Screamer da oben muss mal weg. Der steht irgendwo auf dem Balkon oben. Mal down? Ja. Hat sich ausgeschrien. Ach, wir fahren mit dem Bus. Ist ja nett. Hallo. Juli. Typisch Busfahrer. Ich gibt auch manche, die einfach denken, einem von der Nase wegfahren. Warte, da kommt einer, da muss ich direkt von der Nase weg. Schön assi. Ach, dich? Ich dachte, jetzt kriegen sie so eine Sightseeing-Tour oder so. War noch so ein. Check this out. Oh ja, mein Job. Ja, ich bin gerne mal so ein Fan davon zu sterben. Zurück zu bleiben, zu sterben. Verdammt, hier liegt doch ein Verbandskasten hinter dem blauen Auto, für den Fall, dass niemand was merkt. Was haben wir? Aua. Hör mal. Lass mal liegen, Kollege. Ja, ohne Arme lässt sich schlecht schlagen, ne? Ist immer lustig, dass er so die Körperteile wegschießen kannst. Looks like that's all of them. Ja, also ich denke mal, hier ein Automatikgeschütz wäre auf jeden Fall ganz geil. Hier schon mal Heilung. Jawohl, ich hab. Okay, hier ist mein Dienstkasten. Hier wäre doch ein Sandy-Kit. Ah, danke. So, die Jungs jetzt. Danke. Cover me, I'm reloading! Hey, was? Nee, das stimmt. Aber ich wurde gerade gleich. Ich hatte die Kappe eben die Hälfte. Oh, wie nett. Für das Fitzelchen. Jetzt hab ich alles nicht mehr. Ja, gut. Genau, wo wir sagen, wer starten will. Reloading.
Montags morgens Berufsverkehr. Die Fahrgäste stürmen an, um den Bus zu kriegen. Boah, das ist tatsächlich schlimm morgens. Wenn du morgens mit der Bahn fährst zur Arbeit oder so, oder mal zur Arbeit fährst. Aber noch schlimmer war es, wo ich von der Berufsschule gekommen bin. Boah, in der Bahn, ey, da bist du froh, wenn du zumindest noch atmen kannst. Da ist es nämlich extrem schlimm. Ich fand das schlimm, wo ich zur Ausbildung mit dem Bus gefahren bin damals. Da, boah, morgens mit 10.000 Schülern im Bus. Alter, kaltes Kotzen noch. Ja, wie gesagt, ich hatte das wie gesagt in der Bahn und alles um und dran, aber die sind nur 3 Stationen gefahren, von wenn du von Köln kommst. Und dann, danach war der Bus leer, die Bahn leer. Aber davor, Katastrophe, wenn du so um 1:30 oder so oder 2 Uhr die letzte Bahn bekommst, weil danach fährt die eine Stunde lang nicht von hier. Ja, dann bist du froh, wenn du irgendwie noch atmen kannst. Und im Sommer ist das sehr angenehm dann. Wenn du dann draußen so Temperaturen hast wie jetzt, so 30 Grad oder so, dann freust du dich. Ja. Zombie. Zwischendurch verirrt sich nochmal so ein Zombie. Command, this is Team 4. We'll head to the Western Gate. We won't let them through. Erreiche das Westtor. Wo ist wieder ein Screamer? Different. How so? A lot of guns, everybody's high, panic, bad combination. Liegen immer noch so Zombie-Reste rum. Headshot. Guck mal. Man schlägt keine Frauen. Der Fachbot. Spiel mal down. Hallo, hochkommen ist nicht. Aua. Is anyone else here? We have men defending gate 2 on the other side of the channel. Set up in that parking garage and check in with them. Stacheldraht. Clear line of sight for both gates. They cleaned. Let them through. Defense kit. I hope he will. Gate 2. Team 4 has you covered from the parking garage. Roger Team 4. Holding for enemy contact. Jesus.
Waffe mehr, ne? Angelaufen kommt hier. Soll ich starten? Moment noch. Voraus. Weißt du, wenn du was hast, dann. Ja, mach mal Elektrozeile, wäre noch cool, ja. Haben wir da oben schon frei. Wir sind Grillzombie. Hier oben haben wir schon zwei liegen, am besten unten auf dem Boden noch einen. Ich kann dir leider nicht helfen jetzt gerade. Boah, Alter. Na, warte, ich komm zu dir. Alter. Da kommt schon jemand, ich geh gerade. So. Dann muss ich jetzt gerade mit dem Messer arbeiten. Da kommt der. Es gibt geschnitzeltes Zombie. Aua. Hey. Ja, ich habe keine Chance gerade. Also einiges habe ich mitgenommen, aber nicht alles. Hängt noch einer. Hab ihn. Weggeschnitzelt. Bulle. Komm, man dürft mir auch, Kevin. Ja, das ist der Plan an der Sache gerade. Bei dem brauche ich mal Munition. Weil sonst. Ich konnte nämlich nichts machen, wirklich. Ich hatte nur keine Munition mehr auf der Waffe. Ein Kotzen ist nicht. Netter Versuch, Leute. Einmal Grillzombies. Das sind nämlich gerade so diese Fliegenfallen. Die du im Campingurlaub übernimmst. Da hörst du so auch die zwischendurch mal so eine Motte reinbrutzeln. Diese elektrischen Fliegenfallen, weißt du? Reloading!
So. Warte mal. Ach, da war noch einer. Danke. Ja, hier kommt noch eine ganze Menge. Scheiße, da komme ich nicht ran von der. Ja. Schau nicht. Na, da kam so ein Nachschub noch auf einmal. Naja, aber wir haben es trotzdem. Das wäre zu einfach. Naja. Hauptsache geschafft. Guck mal, 38 Nahkampfkills. Ich habe mich versucht, ein bisschen durchzuschnitzeln, als sie mich dann über den Haufen gerannt haben. Mhm. Dafür habe ich leider wenig Kills, 100 oder irgendwas. Ja, Scharfschütze wäre Level 4. Schön. Lautloser Killer. Keine Ahnung. Ja, einmal. Gut, das mit dem letzten Ruf machen wir dann im nächsten Teil.